Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Hunter Stories 2. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit herzlich willkommen zur heutigen Folge. Ja Leute, euch ist vielleicht eine kleine Veränderung aufgefallen an meinem Avatar. Ich habe den ein bisschen überarbeitet. In den Livestream zu Twitch hat man es schon gesehen, aber ab sofort ist mein Avatar ein bisschen mehr wie eine Katze. Dazu bitte direkt schon von Anfang an, schreibt mir in die Kommentare, was ihr besser findet, das oder die Katze, weil das mit der Katze hat schon ein bisschen länger gedauert, weil ich die Uhren ganz stark angepasst habe, damit sie so ein bisschen zum Rest passen. Ja, ich bin ab sofort Katzenshining. Ja. Aber jetzt nicht hier erwarten, dass es bei What's End Club oder Normal Heroes jetzt auch direkt Katzenshining ist. Nein, da habe ich einiges ohne schon aufgenommen und ja, da ist natürlich noch nicht Katzenshining. Ich werde auch das Intro demnächst überarbeiten, dass da auch Katzenshining ist, aber ihr guckt euch meine Ohren an. Ja, ich habe Katzenohren. Nur für diesen Joke habe ich das überhaupt erst gemacht. Wartet mal, Leute, gebt mir einen Moment. So, Leute, jetzt wieder zu den wesentlichen Sachen. Ab in den Wald. Obwohl ich eigentlich gern erst einmal zurückgehen würde. Ach, hier vorne ist eh ein Katzerwandstand. Und die Eier erstmal ausbrüten will. Falls da eins drunter ist, womit ich jetzt eins meiner austauschen will, was ich sogar glaube. Weil wenn der Samtrios, wie ich erwarte, schwimmen kann, dann werde ich den Königslutruf jetzt auswechseln. Schmeiß mich doch nicht immer so fest dahin. Ich bin doch einer von euch. Zumindest jetzt. Ich habe mir den Katzenvirus eingefangen. Da habe ich jetzt so viele Jokes euch zur Möglichkeit gegeben. Leute, nutzt sie. Okay. Das ist auf jeden Fall das Pepe-Ei. Bei dem hier, denke ich, ist Bargi gewesen. Und das hier ist hundertprozentig Samtrios. Meiner Meinung nach. Ich werde alle drei ausbrüten. Keine Sorge. Samtrios! Und jetzt meine große Frage. Hier sieht man das noch nicht, weil ich hier nicht auf die Nebenfähigkeiten gehen kann. So, und jetzt Pepe. Und Bargi. Bargi werde ich wahrscheinlich nicht nutzen, aber ich will jetzt hier gucken. Monsterkundungen? Seit wann habe ich die denn? So müssen die in den Stellungen nicht langweilig werden. Sie können Objekte und Erfahrungspunkte sammeln. Lol, ich kann die jetzt trainieren lassen, ohne dass die bei mir im Team sind. Aber zuerst, Samtrios, kannst du schwimmen? Ja, du kannst schwimmen und hast sogar noch eine Nebenfähigkeit. Ich tausche dich sowas von aus. Gruppe bearbeiten. Ich habe mehr als genügend von denen. Ja, jetzt habe ich ein besseres Schwimmmonster. Kann ich ihm irgendeine nützliche Fähigkeit geben? Ich könnte ihnen einen Regenbogen-Gen geben, weil das Afotenoff will ich eigentlich, glaube ich, eh nicht behalten. Obwohl doch, ich will in dieses Heilungs-Gen. War doch das, was hier. Ja. Regeneriert ein Herz von einem Verbündeten. Das würde ich auf jeden Fall gerne weitergeben. Obwohl ich kann auch dem Pep und das Abzeros nehmen. Offenbar haben die alle dieses Heilungs-Gen. Damit habe ich jetzt einen guten von denen in der Gruppe. Und jetzt will ich Monstererkundungen mal angucken. Okay. Ich kann mir ja aussuchen, wo sie hingehen. Ich hätte auf jeden Fall gerne Donnerkäfer. Ich muss da noch ein paar Nebenquesten machen. Und natürlich gehe ich auf Erfahrungspunkte. So, jetzt nehme ich ein paar Monster, die ein schwaches Level haben. Und ich gerne trainiert hätte. Wo ist eigentlich das Pepe jetzt in dieser Liste? Ich sehe es nicht. Ich glaube, ich bin blind.
Ich hab doch gerade einen Pepe gekriegt, oder nicht? Doch, da. Und der Giangaruga. Und die kann ich jetzt einfach aufbrechen lassen, sind in 20 Minuten zurück und erhalten dann richtig saftig Erfahrung. Darf ich mir das jetzt so vorstellen? Hier kriegt man auch noch mehrere Slots, das heißt, ich kann viele dann auf Reisen schicken. Dann sind wir jetzt hier. Hier gibt es auf jeden Fall Kongala. Weil hier sind schon die kleinen Affen. Komm, wir bekämpfen euch mal. Kongas. Erstmal streicheln, würde ich sagen. Mach ruhig deine Felsknarre. Und mit Streichen kann ich nicht falsch liegen. Kraftangriffe machen die. Das sind Kraftkämpfer. Im Übrigen, ich werde dann, falls ich jetzt Katzenshining durchsetze, nochmal das Kanalbanner und auch das Profilbild von YouTube und Twitch nochmal umändern. Dass es ein bisschen angepasster ist. Also, das wird eine Weile dauern, aber ich werde es noch machen. Ja, mach ruhig du deine Felsknarre. Ladungstackling. Hab, glaube ich, beim Falschen genutzt. Der ist tot. Ich mache übrigens ab sofort immer auf plus 3, außer ich will eine Ulti einsetzen, damit das hier ein bisschen schneller geht. Ich habe schon gesehen, dass die Folgen extrem lang immer sind und die Folgen müssen ja nicht noch länger werden, als sie es eh schon sind. Wenn ich so ein bisschen Zeit da rausholen kann, es ist halt nach wie vor ein RPG. Und wir werden hier wahrscheinlich noch bis Sommer nächsten Jahres dran sitzen. Auch wenn ich gerade diese Woche mehr Videos raushaue. Ich muss halt trotzdem wahrscheinlich bis zum nächsten Jahr hier noch dran sitzen. Es ist jetzt nicht so negativ, wie es jetzt sich anhören mag auf den ersten Blick. Ich mag dieses Spiel wirklich sehr. Ich freue mich ja. Ich will ja auch die Koop-Kampagne hier durchsuchten. So, da ist der Kongala. Let's go. Dann lass uns boxen. Ja, mach du ruhig deine Felsknarre. Ich mach einen Ladungstackling auf dich. Obwohl, warte mal. Abendflut. Dann mache ich einen Geschwindigkeitsangriff. Den da. Gut, dass ich noch umgehend habe, weil der andere benutzt auch mal eine Technikangriffe. Los, Mondhorn! Mach einen Takedown. Ich helfe dir sogar dabei. Geh auf den Kopf. Zack. Oh, Kopf mit Hammer brechen ist auch immer was, was man für Ei braucht. Ich wurde angepupst. Du Ekelpaket. Aber kriegt der Papa jetzt erstmal einen Meteorhammer auf den Speicher? Ich werde ihn ultra kaspieren. Alter, wir haben bei ihm die Sachen schnell gebrochen. Also Hammer ist echt nicht in Stärke. Ja genau, mach den Conker mal weg. Ich mach mal, dass er das Überfallgebrüll einsetzt. Und feuer dann meine Leute an, damit ich die 4 Punkte hier habe. Halt ein bisschen mehr Zeug am Ende kriegen.
Hör doch mal auf, uns anzupupsen! Es ist, hat gepupst und ist dann gestorben. Muss ich nicht mal einen Farbball werfen, ne? Hat das irgendwen aufgefallen ist. Und das Samtions hat halt instant Level 10 erreicht. Also es ist nicht schwer für die aufzuholen. So, wo ist das Ei? Direkt hier neben. Okay, wir sehen uns am Ende der Höhle. Ja, Leute. Bin am Ende der Höhle. Wir holen uns jetzt ein Kongala-Ei. Und ich kann mir gut vorstellen, dass in diesem Wald auch irgendwo eine Narzilla wartet. Aber das wäre erwartungsgemäß. Kann ich auch mal ein gutes Ei kriegen? Offenbar nicht. Ein bisschen schade. Ich hätte gerne ein gutes Ei gehabt. Naja. Ich habe ein Kongala-Ei. Ich versuche auch jetzt jedes Gebiet in ein Video zu packen, dass wenn es dadurch schon länger als 20 Minuten wird. Halt einfach, damit wir das Projekt auch ein bisschen schneller durchkriegen. Ein Gipsaros und eine seltene Höhle. Konchus. Konchus brauchen wir uns nicht antun. Aber den Gipsaros gerne. Nur will ich mir vorher die Höhle hier gönnen. So, hier ist kein Monster im Nest drin. Mal gucken, ob wir hier ein gutes Ei kriegen. Ich nehme nur Leuchteeier mindestens mit. Und eins, das ich hoffentlich noch nicht habe. Das ist ein Anjanath-Ei. Ich könnte einen besseren Anjanath mitnehmen. Ich nehme den Anjanath. Dann kann ich den demnächst austauschen. Okay, dadurch weiß ich dann jetzt aber eigentlich, dass es hier Anjanath gibt. So, wo ist der Gipsaros da oben? Ist doch bestimmt ein Techniker. Geschwindigkeit kann ich mir auch vorstellen. So. Da sind Kornschuhe, die ignorieren wir mal. Zack. Zwei fast instant gebrochen. Warum habe ich nicht Ladungstackling gemacht? Er ist ein Kraftnutzer. Konchu blau. Macht das einen Unterschied, dass die blau sind? Wichtig, das immer noch. Kleine nervige Biester. Na gut, ich weiß die Geschwindigkeit. Also, komm raus, Tigrex. Also, Sunny. So kann sich Sunny wenigstens etwas besonders fühlen, dass er noch da ist. Wir werden ihn nie vergessen. Klingt schon so, als wäre er tot. Er lebt aber noch. Zack. Das letzte Körperteil gleich noch mit einem Schwertangriff angreifen. Oh, die Konchus leben echt nicht lang. Die können die Feuerverteidigung erhöhen. Und natürlich ist das ja ein Giftmonster, ne? Der ist jetzt bestimmt kein Geschwindigkeitstyp mehr. Kein Krafttyp mehr, sondern Geschwindigkeit jetzt. Das Ding definitiv mit einem Hammer brechen. Wir sind jetzt leider Gottes alle blind. Sowas gewinne ich, vergiss es. Ich wollte die Waffe wechseln. Einmal zum Bogen. Okay, Technik, Bauch. Oh, er ist ein Techniker jetzt.
Ich wette, den Kopf soll ich eigentlich mit einem Hammer brechen, deswegen nehme ich jetzt den Hammer. Und Sunny lasse ich jetzt kurz noch drin, damit er geheilt wird. Ja, dass das nicht funktioniert, das war klar. Okay, war egal. Er ist nicht mehr sauer. Angriff! Hau die zu Brei! Ich hol mir Offscreen, gibt's alles. Aber so haben wir ihn auf jeden Fall mal bekämpft. Ich habe jetzt nicht vor, hier 20 Minuten zu gammeln, nur um ein Ei zu holen. Jedes Vieh einmal bekämpfen, das reicht schon. Die Eier hole ich wirklich offscreen. Da oben ist noch eine Kiste. Wir erkunden natürlich komplett. Eins Bau habe ich ja schon gesagt, die mache ich jetzt ab sofort offscreen. Da unten ist ein Anjanath. Das hier ist also wirklich eine Anjanath-Gegend. Hier gibt es die nervigen Biester mal wieder. Einmal kurz gucken. Was ist denn bei dir da unten so alles? Da ist ein Einsbau und eine Kiste. Ich hole die Kiste, den Einsbau mache ich später. Keine Ahnung, was ein Brokatfisch ist. Ich habe bei Monster Hunter nie so wirklich geangelt. Weil ich da irgendwie immer Pech habe. Ich kriege da meistens immer nur einen Wetzfisch. Wie hier halt gerade. So, und ich wette, der Boss dieser Ebene hier ist ein Nerzilla. Ein Kerabacher, komm her. Oh, ich muss natürlich auch einen Aha-Pass bekämpfen. Ich weiß nicht mal, welchen Typus waren die denn, Technik, scheiße. Komplett verkackt. Ich mache erst die Nahapas weg. Nach Möglichkeit. Ich habe jetzt auf null aufgepasst, was der jetzt in der Mitte war. Okay. Geschwindigkeit. Geschwindigkeit und Techniker. Das wäre geklärt. Aua. Danke, bitte mach die Blaha-Pass direkt weg. Tampios, komm, kämpf mal mit. Dem macht die Kälte übrigens nichts aus, was aber natürlich auch logisch ist. Ja, bei dir weiß ich ja jetzt, dass ich auf Technik gehen muss. Ein Körperteil ist schon mal Schrott. Es ist wütend. Es ist so wütend, dass es uns sein wahres Gesicht zeigt. Und wenn ich jetzt einmal hier Streichel mache, ne, dann sehen wir die Ulti von dem Santrios. Er wird sich frei bewegen können, wenn ich jetzt meine Ultra-Technik einsetze. Ich weiß im Übrigen nicht, wie viel der aushält, ne? Aber einfach um die Chance zu erhöhen. Ist jetzt übrigens ein Techniker. Bei der Ulti kann ich das aber gepflegt ignorieren. Guck mal, war schlau, den zu werfen. Der sabbert jetzt schon. Wartet. So. Dann gucken wir mal. Der dicke Samtrios.
cool ist der Angriff aber auf jeden Fall. So, jetzt kann wieder auf 3. Ach, hab kein Ei trotzdem bekommen. Noch ein Vieh, wovon ich Oskin eins hole. Ich tausche auch nach der Folge die Anjanavs um. Ich mache bei diesem Spiel wirklich einiges offscreen. Da würde ich alles onscreen machen. Leute, wir wären bis nächsten Winter hier. Und ich cutte auch deswegen so bekannte Kämpfe immer raus. Weil erstens, wir haben das dann schon gesehen, Leute. Es hat fürs Video einfach keinen Nährwert, euch was zu zeigen, was ihr schon gesehen habt. Das kostet nur mich meine Zeit und euch eure Zeit. Deswegen schneide ich das dann immer raus, weil sich da meine schon manche bei mir beschwert haben. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Es ist ein RPG, Leute. Zeitlastig. Da ist ein weiterer Gipsos, den lasse ich jetzt aber in Ruhe. Weil wir wollen hier den Boss bekämpfen. Auch wenn die Folge jetzt schon lang ist, ich versuche halt ein Gebiet mindestens reinzupacken. Und ich habe die Wette gewonnen. Ich dachte mir halt einfach nur, hier ist ein Wald, das muss doch eine Zelle haben. Das Ultimum an Gift, was man bekämpfen kann. Das macht einen glücklich, ne? Und natürlich hat es 5 Sachen, die ich brechen kann. Es ist ein Techniker. Gut, dass es nicht auf mich gezielt hat. Das wäre übel für mich gewesen. Aufgeladener Hieb. Auf was wurde schon beschädigt von denen? Die Nadel. Die Nadel wird nicht mal lange leben. Schwert kann der offenbar überhaupt. Mit Schwert kommt er richtig gut klar. Der hat bisher nicht einen einzigen Nadelangriff genutzt. Ich mache mal auf 2 runter, damit ihr ein bisschen mehr von den Angriffen seht. Auf die Beine! Obwohl, wenn ich mit dem in der Konfrontation bin, dann seht ihr das gar nicht, ne? Okay, es ist sau. Es war vorher ein Techniker, ne? Samtrios, ne, warte. Doch, Samtrios, komm rein. Irgendwie sitzt der Sattel von ihm nicht ganz gut. So, auch die Brust. So, jetzt gleich sehen wir eine Technik von ihm. Technik-Siegel. Ich darf keine Technik mehr einsetzen, du Dreckiger. Nein, ich darf nicht mehr auf Technikangriffe gehen. Du bist so ein Dreckiges. Du Dreckiges. Kannst du nicht mal, ich blocke. Danke, mein Riegel ist hoffentlich weg dadurch. Das war fies. Ja, einfach meine Technikangriffe zu nehmen. Doppelangriff, los! So, einen Moment. Auf zum Bogen. Und jetzt werde ich erstmal aufladen. Damit ich mehr Schaden mache. Easy.
hebe ich mir noch auf. Können ihn dann nämlich damit hinterher finishen. Er ist jetzt wieder auf Technik, ne? Ja, er ist jetzt wieder ein Techniker. Zack. So, bitte nicht auf dasselbe Körperteil. Bleibt noch ein bisschen drin. Giftbeschichtung ist natürlich absoluter Mumpitz gegen den. Okay. Bogen überhaupt keine gute Idee gegen den. Jetzt kommt die ultimative Technik. Pam. Leute, das ist ein Bossgegner. Es würde nichts bringen, jetzt was zu werfen, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ich kann, aber es hat einfach null Sinn. Weil ich werde danach eh weggeportet. Wartet, hier bitte. Damit sich keine beschweren kann, ich jetzt nicht gemacht. Seht ihr? Wirkungslos. Das macht nur Sinn bei Bossen. Na stimmt ja, ich habe jetzt gerade keine Technik verfügbar. Macht er beim Techniker, dass die Technik nicht mehr funktioniert. Easy. Und richtig viel Nerzilla-Zeug. So, die Quasseln. You did it, buddy. Having Frostfang on our team didn't hurt either. Ja, Frostfang ist echt toll im Team. Well then, it's time to go back and report in. But I gotta admit, I don't know which way to go. Don't worry, Frostfang can guide us out. Okay, kennt sich hier nicht mehr aus. Frostfang sure knows. Yes, this is where we first met. Really? More details, please. I want to. Oh, die ganze Geschichte würde ich auch gern hören. It was a long time ago, when I was just a little girl. I wandered into the forest and lost my way. Und Frostfang hat dir geholfen, ne? Illuminated by the moonlight. A shadowy figure? Ja, war Barioff. Yes. Well, I was scared and clung to it without thinking, but it wasn't a person. It was a small Barioff. Oh. Yikes! You snuggled up to a wild Barioff? Ja, warum denn nicht? Its fur was so soft. Zero survival. Hätte ich auch gemacht. I was soon found by villagers who took me home. The Barioff stayed behind. Oh. Let me guess. That was Frostfang, yes. But I didn't realize that until later. Wow. A wild monster letting a human child approach it? Das ist wirklich besonders. Lost in the forest, I wouldn't have met Frostfang. Maybe my first encounter with Frostfang and yours with Ratha was destiny at work. Hey, what about me? It was fate meeting me too. Ja, wir haben dich von einem Kulajaku gerettet. Cherish your fateful encounter with Ratha. Okay. Da will ich einfach komplett ignorieren. Okay, hier ist nichts weiter, ne? Okay, Leute, dann mache ich jetzt hier für heute Schluss. Wir sehen uns hier beim nächsten Mal wieder. Ich mache mich jetzt auf den Weg zum Dorf. Tschüss!